Und es gibt halt Vermutungen, dass dieser Staub, den wir gerade eingesammelt haben, eben Überreste von unserer verbrannten Leichnam wären. Oder von einem, der sich halt im Leuchtfeuer, in der ersten Flamme entzündet hat. So, hier kommt jetzt ein nettes Gebiet. Hier sind wir nämlich unter Wasser. Und hier verstecken sich Hüllen im seichten Wasser. Nicht nur das, hier ist auch dieser Kamerad hier. Die haben wir ja schon mal gesehen im Tutorialgebiet hinter dem versteinerten Mann. Also ja, wir sind da noch nicht hingekommen. Wir haben sie vom Balkon aus gesehen. Und hier ist ebenso ein versteinerter Mann. Ja. Das heißt, wir haben wirklich nur die Möglichkeit, weiter hier geradeaus zu gehen. Hier ist nichts. Mal kurz gucken. Ah, wir haben fast genug Punkte fürs Level Up. Das heißt, ich werde ein bisschen hier im nächsten Gebiet mich schon mal umsehen, bevor ich zurückgehe, Level Up mache und es dann mal wieder Zeit für einen Cut ist. Also Level Up, den Staub verbrennen und das Klosteramulett stecke ich mal weg. Das heilt Gift und stellt TP wieder her, was recht nice ist. Das ist unnötig, die dunklen Pastillen. Da, die Hellebarde des alten Ritters. Ja, gut. Gehen wir zurück. Übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, in Dark Souls 3 ist das Stufenaufsteigen wieder etwas heftiger geworden. Also die Sprünge der benötigten Seelen zwischen den Aufstiegen. So. Willkommen in der Niemandswerft und da werden wir auch gleich schon beschossen. Wow, vom Feuerpfeilen. Und werden erstmal den los, der da rumliegt, indem wir ihn einfach ins Wasser schubsen. So, nachdem wir den jetzt ausgeschalten haben, kann ich hier die Fackel anzünden und damit den Fackelständer, vor dem er stand oder lag, besser gesagt, entzünden. Weil hier ist es doch schon wieder recht dunkel. Wow. Genau, hier sind solche garstigen Hunde. Und da oben ist noch einer, der uns mit Feuerpfeilen beschießt. Au. Und noch mehr Hüllen. Infanteriehandschuhe. Jetzt können wir hier nach oben. Und man hört hier jede Menge Kettengeraschel. So. Ihr seid neue Gegner. Sieht ein bisschen aus wie Wikinger. Deswegen. Naja. Wir sind ja auch hier in der Niemandswerft gelandet jetzt. Und eine Titanitscherbe. Eine Scherbe war die kleinste, also ein Splitter eigentlich. So, jetzt die beiden hier loswerden. Und ja, die haben Krummsäbel. Die halten sich also wirklich für Piraten. So, der weg. Und hier hängt einer. Den wir einfach mal so wieder zurück ins Wasser schubsen. Gut. Wir haben hier ein bisschen aufgeräumt, also erhellen wir das Gebiet mal. Weil hier gibt es kein Leuchtfeuer, außer dem einen, was wir jetzt gerade angeditscht haben. Das heißt, wir müssen öfter hier durch und da ist es gut, wenn wir Licht haben. Da unsere Fackel ja auch fast eine Stunde lang hält, dürfte das kein so großes Problem sein.
hier hoch. Dann können wir nämlich noch das hier anzünden. So. Können hier wieder runter. Können erstmal hier drüben weit noch ein Stück weiter gehen. Da liegt wieder einer. Und hier in den Häusern ist ein ganzer Hinterhalt, der auf uns wartet. Wie man sehen kann. Na, fast ein Double Kill. Aber auch nur fast. Und ja, ich muss ehrlich zugeben, das Geräusch hier, wenn man über die Steg läuft, ist ziemlich nervig. Achso, die habe ich schon aufgesammelt. Gut. Habe ich jetzt gerade schon fast gewundert, warum da nichts kommt. So, dunkles Harz. Ja, und das klingt immer wieder creepy. So. Entzünden wir hier noch schnell. Wir sehen da oben netterweise mit seinen Schwertern schon aufblitzen. Den Typen da. Der allerdings einen ziemlich dummen Fehler macht, indem er einfach hier so runterspringt. Mitten ins Nichts. Und den schneide ich auch aus dem Fackelträger, weil der ist nicht hilfreich, der ist nur nervig. So, Eisenpfeile. Etwas stärkere Pfeile. Jetzt hätten wir ein paar Pfeile, die wir benutzen könnten. Theoretisch. So, da ist noch ein Varega. Also ja, die heißen Varega, die Jungs. Und da hinten ist noch ein... Da vor den Hunden. Oder war einer von den Hunden. Besser gesagt. Ich hatte hier eine Kohlepfanne gesehen. Hier. Und da ist ein nicht unwichtiger NPC. Erstmal Menschenbilder. Und dann können wir mit ihm oder ihr, wobei... Er trägt eine komische Maske oder sie. What is it? Aber klingt nach einer Frau. I don't know you and you don't know me. Things are better that way. Und sie ist schon mal etwas unhöflich. Aber ja, wenn man hier so rumsteht mit so einer Maske im Gesicht. You are an odd one. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. Mhm. Wenn das wirklich der Grund wäre, weil was soll man in fernen Ländern von Seelen haben? You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. While you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Ja, also sie bittet uns an. To call upon me. Whatever happens, I won't be missed.
Sie bittet uns an, uns zu helfen, wenn wir das wollen. Und die Hilfe sollten wir auch annehmen, denn sie ist einer von den dreien Quest-Charakteren, von denen ich erzählt habe. Also sie und Paige schon mal. Und dann gibt es noch einen dritten, zu dem wir aber erst später kommen. So, erstmal den hier aufspießen. Und ja, Variga-Rüstung. Wow, das macht Schmerzen. Drei Eisenpfeile. So, trinken wir vorsichtshalber mal einen Schluck. Sinnlos voraus. Das stimmt allerdings, weil hier oben ist nichts. Jedenfalls nicht im New Game. Ich weiß nicht, ob im New Game Plus was ist. Es sind auf jeden Fall noch zwei Kohlepfannen hier. Weil hier auch noch so ein garstiger Hund ist. Wow. Und noch ein Hund mit seinem Herrchen. Gut, die beiden haben wir ausgeschalten. Hier drin ist ansonsten, glaube ich, nichts mehr. Also ja, vorhin bei Lucatil war ein Secret versteckt. Hier ist jetzt allerdings nichts mehr. Jetzt heißt, wow, nur der da, der uns einfach so in den Rücken fällt. Oh, noch einer von der Sorte. Dann können wir nämlich hier die Dinger anzünden. Wenigstens die drei. Einer kam von hier und wow, mit dem sollten wir vorsichtig sein, vor allem während wir die Fackel in der Hand halten. Der wirft nämlich Ölbomben. Also mit denen sie uns einölen wollen. Gut. Soweit gehen wir jetzt mal vor in die Werft. Haben schon mal das hier alles entzündet. Das heißt, wir haben jetzt mehr Sicht. Wenn wir das nächste Mal durchgehen, sehen wir die Gegner besser. Können besser gegen sie kämpfen, ihnen besser ausweichen und alles. Und wir haben schon mal Gebiete erkundet, die wir nicht mehr erkunden müssen. Das heißt, es geht jetzt zurück nach Majula. Dort packen wir einen Punkt in Belastbarkeit. Oder am besten zwei, wenn es wird nicht möglich sein, weil ich glaube, ein Lab kostet genau schon mittlerweile 3500. So, steigern unsere Belastbarkeit um einen Punkt. Das macht ganze 1,5 Punkte Belastbarkeit aus. Für einen zweiten Punkt reicht es nicht. Nein, da fehlen uns genau 1400 Seelen. Die ich fast schon gerne jetzt schneller grinden würde. Wenn ich wüsste, wo. Na gut, wir tun jetzt den edlen Knochenstaub verbrennen. Menschenbild verbrennen wir nicht. Ja, schwächt außerdem die Verbindung von anderen Welten, verhindert zur Invasion und die meisten Kooperationen. Ah nein, wir wollen edlen Knochenstaub verbrennen. Dadurch wird unser Estus-Flakon. Genau, eine Kraft hat den Estus-Flakon gestärkt. So, Gegenstandskiste, nochmal gucken. Hier sind nur Seelen und dunkles Harz. Infanterieaxt können wir wegtun. Und ja, wir haben eine Vagreger-Rüstung. Höhlensoldaten und Höhleninfanterie. Und Vagreger-Gamaschen. Und ja, ansonsten gibt es hier nichts. Das heißt, wir könnten mal spaßeshalber unser neues Schild anziehen. Ja. Dürfte eigentlich gehen. Wir sind noch unter 75%. Das heißt, ich packe das Lederschild mal weg. Und jetzt laufen wir halt mit dem Doppeldrachen-Großschild rum.
Aber erst ab der nächsten Folge wieder, ab der nächsten Aufnahmesession. Denn es wird mal wieder Zeit für einen Cut. Also, bis dann.